Hallo meine Freunde und damit auch wieder herzlich willkommen hier bei einem weiteren Mobile Gameplay. Und zwar, wir gucken uns diesmal mitos.is an. Für den PC kennt ihr es vielleicht als agrario.io. Das ist ein Spiel, wo ihr eine Zelle seid, ein Punkt seid, fresst andere Punkte auf und werdet größer. Und davon gibt es auch tausend unterschiedliche Mobile-Ableger, unter anderem jetzt zum Beispiel das hier. Das ist mir jetzt aufgefallen, weil es in den Trends war und hat mittlerweile 10.000 Downloads, hat eigentlich eine restsolide Bewertung von 4,1. Und ja, ist kostenlos und das Ganze habe ich mir schon mal angeschaut und habe es schon für gut empfunden. Und deswegen habe ich gedacht, zeige ich das einfach mal. Freigegeben ab 0 Jahren, hat In-App-Käufe, wer hätte es gedacht. Und ja, da würde ich sagen, öffnen wir das Ganze einfach mal. Das Ganze gibt es nur online, also ihr spielt dementsprechend immer gegen andere Spieler, deswegen solltet ihr darauf aufpassen, wenn ihr ein beschränktes Datenvolumen habt, dass ihr da jetzt nicht ja, alles verbraucht. Ihr habt den Modus Free for All oder halt dementsprechende Teams. Das 2, was steht für euch zur Verfügung. Das Ganze wird natürlich werbefinanziert. Ihr könnt die Werbung ausschalten für einmalige 2,98 €. Wenn ihr euch registriert, könnt ihr euren Skin changen, Username, Passwort und dementsprechend die Times of Us, also dementsprechend die Nutzungsbedingungen erklären. Ansonsten könnt ihr hier noch einstellen, wie ihr das Ganze kontrollieren wollt, welchen Server ihr besuchen wollt und so weiter und so fort. Ich habe das Ganze mal hier Europa eingestellt. Ja, und wir klicken da jetzt einfach mal hier drauf. Und ich merke aber schon, doch, ich habe es richtig eingestellt. Und das Ganze ist jetzt hier eigentlich recht simpel gehalten. Wir suchen uns hier Zellen. Und ja, man sieht jetzt hier schon, zack, und ich bin weg. So, nochmal versuchen. Ich schieße jetzt hier einfach nur Player, schieß mich am Tod. Man kann jetzt auch noch den Player-Namen ändern. Aber ich habe mich jetzt einfach mal hier für Player entschieden. Wenn sie jetzt hier nicht alle gleich kommen würden. Nein, nein, verpisst euch. Die sind aber heute mal wieder fix unterwegs hier. Ich muss mal ein paar mehr Zellen finden. An den Testläufen hat es eigentlich auf jeden Fall schon mal ganz gut geklappt. Oh Gott. Gut, ja, kam ich ja nochmal gut durch. Und während die sich hier battlen, hau ich mal hier ab. Also funktioniert im Endeffekt auf gleiche System wie im Endeffekt bei den Agar.io auf dem PC auch. Ist ja eigentlich auch, wenn man es mal zunimmt, ein recht simples System. Wo jetzt nicht gerade, auch nicht gerade viel Aufwand dahinter steckt. Aber es ist ja momentan so ein Trend. Da wir, dass es kostenlos ist. Ich meine, wenn ihr jetzt noch eine bessere Alternative habt, was da näher rankommt, gerne immer in die Comments. Nein, aber wie gesagt, das war mir in den Trends aufgefallen bei Google Play. Was jetzt auch nichts bedeutet, weil vieles kommt bei Google Play in die Trends. Also allgemein muss ich schon sagen, nicht schlecht, was es in diesem Play Store alles gibt. Auch sehr viel Müll. Zack, da hab ich dich gefressen. Oh, ich kann mich aber auch noch nie mit anderen anlegen. Dafür bin ich noch zu klein. Tja, da hast du dich geteilt und da hat es nichts gebracht. Ne, Scheiße war's, nennt man das. Ah, Scheiße, jetzt bin ich weg. FabMe ist gleich Team. Oder FabMe. Und angeblich ist auch hier GLPTV, lässt sich ganz logischerweise verstehen. Ist natürlich der erste German Let's Play. Ganz klar. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ah, Vollidiot. Was hier nur ein bisschen anders läuft, wo ich teilweise das Gefühl habe, die so größer man wird zwar langsamer, logischerweise, aber irgendwie ist man hier trotzdem noch schnell. Kann natürlich auch einfach nur eine Vermutung sein, aber
Ja, sehr schön gefressen, würde ich sagen. Also wie gesagt, es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt halt die Möglichkeit, hier Touch the Dings, also sprich, dass ihr, wenn ihr mit eurem Finger halt zu den jeweiligen Dings geht, dass sich der Klumpen da auch bewegt. Ich glaube, da gibt es noch, wenn ihr euer Smartphone mit anwinkelt, so nach links und rechts. Allerdings finde ich das jetzt ein bisschen näher. Keine Ahnung, das wäre mir jetzt zu unsicher oder beziehungsweise zu schlecht zu steuern. Ah, die Skins sehen teilweise nicht schlecht aus. Wie gesagt, kann euch jetzt leider nicht sagen, ob man da jetzt auch eigene Skins irgendwie da createn kann, weil ich melde mich bei sowas ungern an. Das ist halt auch nur meine persönliche Einstellung dazu. Obwohl es mir mit der E-Mail-Adresse eigentlich scheißegal sein kann. Power up, power up, power up, power up, power up. Na gut, die battlen sich da eben. Dann hau ich mal hier Richtung Norden ab. Ach, hier ist es. Sind die Boys schon wieder? Nein, Frack. Der tut. Immer noch schön hier im Spiel bleiben. Man sieht halt auch hier die Grenzen nicht so ganz, also wo was aufhört. Ja, schleichen sie schon ganz gut hier durch. Na, hier ist Feierabend. Ey! Na, keine Chance, da kommen wir näher. Das hatte ich auch noch nicht so wirklich, was er... Ja, doch jetzt. Ja, gehört mir. Oh, schön, 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 schön. Ja, kommt der, kommt der, kommt der. Ich könnte mich jetzt auch teilen, aber... Oh, der ist AFK. Oh, ja, sehr schön. Und auch noch mit rein. Jawohlchen. Ah, es läuft doch sogar diesmal besser als sonst. Obwohl das jetzt auch noch nicht allzu viel ist hier, aber... Man muss ja über alles glücklich sein, sag ich mir da. Aber es ist wirklich, wie gesagt, das Spielprinzip an sich ist recht interessant. Es ist halt sausimpel. Es ist wirklich richtig sausimpel und... Macht aber trotzdem Spaß, das muss man lassen. Und gerade jetzt hier auf dem Smartphone, warum nicht, wenn man mal Langeweile hat. Und man hat kein begrenztes Datenvolumen, das sollte man, wie gesagt, immer noch dazu sagen, weil es halt keinen Offline-Modus gibt, es ist alles online. Offline-Mode wäre aber halt auch ein bisschen langweilig, weil spielt man wenigstens gegen CPU. Ich weiß ja nicht. Wir nehmen einfach mal alles mit hier. Shit. Das sind wir uns auch nochmal gut selber ausgewischen. Hi. Komm her, Kleiner. Mist. Ah, ich bin Platz 8. Nicht schlecht. Ja, da hoch. Ja, gut. Habe ich einfach mal so verschenkt. Das war eigentlich so ein Doppelklick, den ich nicht machen wollte. Aber okay, gucken wir uns das Ganze mal im Dings noch an hier, im Team-Mode. Da haben wir erstmal Werbung. 30 Sekunden lang.
Forge of Empire. Finde ich wunderschön. Möchte ich jetzt aber nicht. Vielen Dank. Gucken wir uns den ganzen Teamordner an. Wir haben ja diesen, ich nenne es mal, mit diesen ganzen Werbeanzeigen muss man halt leben, oder man investiert halt, wenn man halt jetzt wirklich sagt, alles klar, ich will das Spiel jetzt längerfristig spielen, bla bla bla. Dann investiere ich halt mal diese 2,98 €, 3 Euro, je nachdem. Ja, danke. Diese 3 Euro und mach's halt dementsprechend einfach werbefrei, fertig aus. Schön, wenn wir alle AFK rumhängen, so können wir logischerweise auch nicht gewinnen. Alter, ist ja alles full. Zack, und wieder weg. Aber gerade mal schon so gut dabei hier. Naja. Ui, dann nehme ich. Ja, meine Freunde, also Download-Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles kostenlos. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ich bedanke mich mal wieder. Und wir sehen uns dann, ja, im nächsten Spiel wieder. Bis dann, oder? Tüdelü.